Tutorial zum zeigen, wie man zum Beispiel so eine Struktur mit einem IPI-Träger umfahren könnte. Also ich habe hier einfach ein ganz normales Bibliothekselement, Steuerung HTST, den IPI 300, wo sieht man es hier, stehend, den da, den kopiere ich mir, Steuerung C. Ich gehe in den Optionen Element Attribute Profilmanager. Ich sage neu. Suche mir den Nullpunkt. STRG V füge ich mir das Element ein. Das drehe ich mir, dass er später stehen soll, auf die Seite. STRG E lege ich mir genau dorthin, wo ich es dann brauche. Das, der Nullpunkt ist dann die spätere Führungslinie einer Wand, also um dass das Ding einfach verlängert wird. Ich nehme mir eine Schraffur. Na? Okay, diese hier. Ich färbe sie anders ein. Leer. Festere Schraffur und blau für Stahlbau. Okay, dass man sieht. Also jede Schraffur wird dann in 3D in die Länge gezogen. Und wird mit dem Seitenmaterial. Okay. Lack gelb, damit man es besser sieht bei mir im 3D im Video versehen. Das Ganze speichere ich. IPE 300 nenne ich IPE 300 Wand. Da ist schon einiges drinnen. Ich mache einen Haufen X, dass ich es schnell finde. Okay. Und sage Profil speichern. Und dann gehe ich raus. Dann Wand, Profilwand, individuelles Profil, IP300, das Ding, Strichprioritäten, Struktureinstellungen, alles übernehmen, wie schaut es mit dem Modell aus, Moment, ja, müsste es eigentlich vom... Gut, probieren wir es einfach aus. Hier diese Funktion. Ich könnte es auch automatisch nachfahren lassen, die ganze Sache. Hat er nicht ordentlich gemacht. Ja, ich nehme mich raus. Okay. Jetzt einmal rein zum Probieren. Steuerung 3. Ja, hat er schon ordentlich gemacht. Die Verschneidungen. Das Ganze liegt ja. Die Verschneidungen unten macht er mal okay. Die Verschneidung oben nicht. Kann ich aber steuern. Könnte ich steuern. Gut. Jedenfalls, man sieht, die Gärungen in den Kanten werden ordentlich gemacht. Hier ist dann Nachholbedarf. Das macht er nicht ordentlich. Wenn ich das auseinanderfahre, müsste mich jetzt im Schnitt genau beschäftigen damit. Gut, der nächste Punkt wäre, ich möchte das Ganze aufdrehen. Das heißt, ich drehe mir das. Suche meine Kante, klick drauf. Ja, mit dem geht es nicht. Müsste aber schon gehen. Jetzt. Nein, geht nicht. Ah, ich muss ja noch ein Morph draus machen, genau. Rechte Maustaste. Auswahl in Morphs konvertieren. Okay. Steuerung A, jetzt geht's in jeder Kante. Klicke diese hier an, freies Drehen, rechte Maustaste, Bearbeitungsebene, Ebene aufnehmen. Ich will, sieht man es nicht, diese Ebene haben,
nach hier, nach gerade nach oben. Und habe hier jetzt ein stehendes Tragwerk mit ordentlicher Gärung und so weiter. Danke.